selbst begegnen. Herr Jesus Christus, du bist der Sieger über den Tod. Kyrie eleison. Du bist der kommende Richter und Erlöser. Christe eleison. Du bist der Heiland in unserer Mitte. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlass uns alle Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem heiligen Abt Berthold die Gnade geschenkt, beständigen Eifer zum Gebet und unermüdliche Sorge für das Heil der Menschen zu verbinden. Erhöre unser Gebet und stärke auch in uns den Willen, dich in Gebet und Arbeit zu suchen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stieg Mose den Berg hinab, die zwei Tafeln der Bundesurkunde in der Hand, die Tafeln, die auf beiden Seiten beschrieben waren. Auf der einen wie auf der anderen Seite waren sie beschrieben. Die Tafeln hatte Gott selbst gemacht und die Schrift, die auf den Tafeln eingegraben war, war Gottes Schrift. Josua hörte das Lärmen und Schreien des Volkes und sagte zu Mose: Huch, Krieg ist im Lager. Mose antwortete: Nicht Siegesgeschrei, auch nicht Geschrei nach Niederlage ist das Geschrei, das ich hörte. Als Mose dem Lager näher kam und das Kalb und den Tanz sah, entbrannte sein Zorn. Er schleuderte die Tafel fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann packte er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte es zu Staub. Den Staub streute er in Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Zu Aaron sagte Mose: Was hat dir dieses Volk getan, dass du ihm eine so große Schuld aufgeladen hast? Aaron erwiderte: Mein Herr, möge sich doch nicht vom Zorn hinreißen lassen. Du weißt doch, wie böse das Volk ist. Sie haben zu mir gesagt: Mach uns Götter, die uns vorangehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Da habe ich zu ihnen gesagt: Wer Goldschmuck trägt, soll ihn ablegen. Sie haben mir das Gold übergeben. Ich habe es ins Feuer geworfen und herausgekommen ist dieses Kalb. Am folgenden Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich für eure Sünde Sühne erwirken. Mose kehrte zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Götter aus Gold haben sie sich gemacht. Doch jetzt nimm ihre Sünde von ihnen. Wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du angelegt hast. Der Herr antwortete Mose: Nur den, der gegen mich gesündigt hat, streiche ich aus meinem Buch. Aber jetzt geh, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag aber, an dem ich Rechenschaft verlange, werde ich über ihre Sünde mit ihnen abrechnen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Geist des Herrn.
Halleluja. Halleluja, Halleluja. Durch das Wort der Wahrheit hat uns der Vater das Leben geschenkt und uns zu Erstlingen seiner Schöpfung gemacht. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als alle anderen Gewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles sagte Jesus zu der Menschenmenge durch Gleichnisse. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Damit sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist: Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen. Ich verkünde, was seit der Schöpfung verborgen war. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben gestern wieder gehört, dass Jesus als guter Hirte sein Volk, die ganzen Menschen, lehrt. Und heute hören wir, er tut es in Vergleichsbildern, so dass man sich immer an das erinnern kann, an das Bild, und dann erinnert man sich auch an das, was er uns gelehrt hat. Heute ist dieses Bild und die Lehre, die er gibt, über das Himmelreich, also dort, wo Gott mit seinem Geist herrscht. Und dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, um uns in sein Reich zu holen, in seine Kultur, dass wir nach seinen Maßstäben leben lernen. Und das sind ganz andere Maßstäbe, als sie die menschlichen Kulturen entwickeln ohne ihn. Da gibt es ganz andere Werte. Seine Lehre ist schon ganz neu und radikal. Diese bedingungslose Liebe, die dann alles verwandelt. Und darum ist kein Wunder, dass sein Reich noch nicht überall zu finden ist. Von daher kommt ja auch ein bisschen so die Frage hier: Ja, wo ist denn dann jetzt dein Reich? Ja? Die paar Jünger und die vielen anderen, die ganz anders leben. Und da sagt ihm das heutige Gleichnis. Er sagt: Hab Mut, es ist wahr. Zunächst ist es was ganz was Kleines, wie dieses Körnchen, das Allerkleinste. Denn Jesus kommt ja nicht mit Macht und erobert da irgendwelche Reiche. Er kommt nur als kleiner Mensch mit seiner Wahrheit. Aber aus diesem Kleinen wird das Größte, sagt er. Das wird sich ausbreiten. So weit, dass dann die Vögel des Himmels kommen und nisten, also dort wohnen in den Zweigen. Das ist gemeint, eben die ganzen guten Gaben des Heiligen Geistes sind im Reich dann da. Und er sagt noch ein Gleichnis für die Frauen: Dieser ganze Mehlteig, diese ganze Mehl, die ganze Menschheit braucht einen Sauerteig dazu. Das ist eben wieder seine Botschaft. Aber das wird sich langsam, langsam durchsetzen und dann wird alles in seinem Geist sein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass sein Wort wahr ist. Und was hier allgemein gilt für die ganze Menschheit, das gilt auch für uns selbst. Auch in uns selbst fängt es klein an zu wachsen und nach soll alles durchdrungen sein in uns vom Geist Jesu. Damit offenbar wird, dass hinter allem ein guter Gott ist, was zunächst verborgen ist.
Das wollen wir uns heute mitnehmen. Wir wollen das Reich Gottes in uns wachsen lassen, durch die Worte, die uns Jesus zuspricht. Dann wird es auch um uns ausbreiten und der Himmel wird immer mehr sichtbar werden. Amen. Zu Jesus Christus, der die Menschen in Gleichnissen lehrte, bitten wir. Wir bitten für die vielen Kleinen und scheinbar Unbedeutenden, die das Leben in den Gemeinden stützen und tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die vielen, die unermüdlich sich einsetzen für mehr Ausgleich und Gerechtigkeit unter den Völkern der Erde. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mütter, die trotz aller Sorge um Kinder und Familie sich engagieren in Öffentlichkeit und Beruf. Wir bitten dich, erhöre uns. Für das Wachstum der Früchte in Feldern und Gärten und das tägliche Brot für alle Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit hereinnehmen. Familie Karl Riegler, für verstorbene Pfarrer Bachl und Pfarrer Meierhofer. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, dir sei Dank für deine Sorge um uns, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn die Erde zu erlösen. Er stirbt erhöht am Kreuzes Tod und bricht die Macht des Bösen als Sieger fährt. Er jauchzend ein und ruft den Geist, dass jeder kann. Aufbreche, Halleluja. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Vater im Himmel, nimm die Gaben an, die wir am Gedenktag des heiligen Abtes Berthold auf deinen Altar legen. Befreie uns durch dieses Opfer deines Sohnes von allen schädlichen Bindungen an die Welt und lass uns in dir den wahren Reichtum finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Und das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich.
Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht der Menschheit, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Berthold und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Samenkorn, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Uns ist verkündet, was seit Beginn der Schöpfung verborgen war. Speise empfangen, die unsere Seele satt macht, die ganze Lehre, die ganze Liebe Jesu.
singen wir zum Dank die vierte Strophe. Herr Geist des Herrn, durchweht die Welt, gewaltig und unbändig, o ihm sein Feuer Atem fällt, wird Gottes Reich. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns dein Heil geschenkt durch die heilige Speise, die wir am Gedenktag des heiligen Abtes Berthold empfangen haben. Löse uns durch dieses Sakrament von unseren Sünden und führe uns in deinen immerwährenden Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Dürfen wir uns freuen, mit Abt Berthold uns einzusetzen, dass das Reich Gottes bei uns wächst. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Thank you.